Das ist eine sehr schöne Gegend. Hier muss ich definitiv wieder öfters als herkommen. Voll vergessen, wie schön es hier ist. Und somit, hi ihr Daheimgebliebenen. Heute mal ein Video, so einfach mal zwischendrin mal. Außerhalb meiner normalen, sage ich mal, Veröffentlichungszeit. Wenn man das normal nennen kann. Grund ist, dass ich euch mal wolle zeigen. Das ist mein neues Rad. Das ist ein Bolt Unplugged Volume 1. Bolt, Schweizer Hersteller. Dem einen oder anderen ist es wohl bekannt. Hat sich leider irgendwie so ergeben, dass ich mich total in das Rad verliebt habe, obwohl eigentlich die Form der Rohre, wenn die so gerade sind, das eigentlich nicht mein Geschmack ist. Ich habe das eher gern so etwas geschwungen. Das Rad hat mich aber irgendwie erwischt. Einmal online ein Bild gesehen, danach gegoogelt und ja, und dann wurde es immer so schlimmer von Tag zu Tag, bis es jetzt auf einmal da stand. Ja, und das wollte ich euch jetzt mal so zeigen. Vielleicht ist es dem einen schon in den Videos aufgefallen. So, was macht das Rad so besonders? Manch einer kennt es. Manch einem ist es aufgefallen. Nein, es ist kein Hardtail. Und es ist auch kein E-Bike, auch wenn ich schon oft danach gefragt wurde. Die Sache ist, der Dämpfer ist hier innen drin. Hier drin ist er versteckt. Der Dämpfer ist intern verbaut. Klar, man kommt etwas schlechter dran beim Service, aber per Remote zum Locken. Das ist eine saubere Sache. Das Ding bleibt schön sauber. Die einzige Sache ist vielleicht Hitze. Aber dafür hat der Rahmen auch an manchen Stellen Lufteinlässe. Zum Beispiel hier auch das Gummi ist ein Lufteinlass. Hier unten die Serviceplatte. Die kann man per zwei Schrauben lösen. Da sind auch Luftlöcher unten drin. Das sollte man gucken, damit die ein bisschen schön sauber sind. Und hier vorne, wo die Kabellage reingeht, jeweils rechts und links, da ist auch Lufteinlass. Das Rad habe ich jetzt seit Februar. Und heute ist der 15.09. Das heißt, ich bin jetzt schon über ein halbes Jahr mit unterwegs. Man hat auch den gewissen Gebrauchsspuren schon zu sehen. Schaltwerk habe ich schon mal ruiniert. Das seht ihr dann im anderen Video. Das noch kommen wird irgendwann mal. Ja, das ist mein Rädchen. Und ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter. Ein paar labern noch ein bisschen dazu. Habe jetzt eben schon ein bisschen so von außerhalb noch ein bisschen was aufgenommen. Muss mich jetzt hier. Es ist zwar ein kurzes Stück, aber es ist ein steiles Stück. Uff. Was für ein scheiß Weg, Alter. Zu meiner Rechten geht eigentlich ein Trail, den ich kenne, den wir schon oft runtergefahren sind. Aber ich habe gedacht, komm, lässt sich mal vom Navi. Ist ja auch ein neues, das neue Garmin-Modell. Lässt sich mal davon führen, weil es soll ja eine angeblich bessere Routenführung haben. Aber scheiße, was der Forstweg hier mich hochschickt. Boah, nee, ey. Wäre ich besser auf dem Trail geblieben, wäre der Trail hochgefahren. Ach ja. Egal. Jetzt ist dumm gelaufen. Und da drüben ist die Karl mit. Ja, nochmal zu meinem Rädelchen. Das E-Bike, das Kinebo, habe ich ja verkauft.
Und mit ein bisschen Gespartes plus dem Erlös, was ich von dem Bike bekommen habe, kam es das hier. Das war allerdings jetzt so ein bisschen hin und her, weil eigentlich wollte ich nur den Rahmen und das Ganze selber aufbauen. Aber auf der Homepage von Bolt kann man das ziemlich gut konfigurieren, also sehr offen konfigurieren. Ja, bei Bolt gibt es halt keine verschiedenen Ausstattungskategorien, sondern einfach, man sagt, man entweder möchte halt ein Rahmenkit mit Dämpfer. Da gibt es auch einige zur Auswahl. Ich habe mich für den RockShox Super Deluxe mit Remote entschieden. Und dazu kam halt dann noch auch die Fox 36 Factory Lenker zum Beispiel. Habe ich den Lenker und auch der Vorbau plus die Griffe von meinem Trailbike genommen. Also das Rental Cockpit mit den Ergon Griffen. Bremsen, Schaltung sind komplett XT. Puh. Alter, warum ist heute so warm? Es geht doch schon wieder auf den Winter zu. In den Supermärkten gibt es schon Weihnachtsgebäck. Und ich schwitze mir den Arsch ab. Alter. Steuersatz ist ein Agros Steuersatz. Da gibt es auch einen Newman Steuersatz rein. Da kann man den Linkwinkel noch mal ein bisschen verändern. Das Rad selber ist allerdings schon recht lang. Und somit habe ich gedacht, ich brauche das nicht. Die Laufräder sind GT Swiss M117. Was man allerdings jetzt nicht an Laufrädern sieht, ist, damit ich den Freilauf schon abgegradet habe, von T16 auf T54, also höhere Abzahnung. Was man auch nicht sieht, ist, damit ich einen Durchschlagschutz fahre, und zwar der Tire Trooper. Na gut, das sieht man schon, wenn man weiß. Das sieht man hier an den orangen Ventilen. Und als kleines Gimmick obendrauf, ich dachte, hey komm, Trooper! Selbstgemachte Ventilköpfe aus Lego. Die Sattelstütze ist eine Kanchok Sleeve. Der Sattel ist ein WTB, weiß ich jetzt gar nicht was für ein Modell, aber halt in der Bolt Edition. Ja, und bin eigentlich mit dem Rad voll und ganz zufrieden. Aber was man vielleicht noch sagen sollte, ich fahre 27,5 Zoll. Allerdings, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Nein, das sieht man nicht. Vielleicht von der anderen Seite. Ach, nee, nicht wirklich. Hier gibt es einen Chip drin, den kann man drehen. Und dadurch verändert sich auch nochmal der Radstand. Und dann fährt man entweder mit 29 Zoll, so wie ich jetzt habe, ist 29 Zoll. Sieht man auch hier schön viel Abstand. Weil vorher waren Maxxis, 2,8er Maxxis drauf. Ich bin jetzt aber nicht so ein großer Freund von Maxxis. Wobei die jetzt eigentlich auch nicht schlecht waren. Aber ich hatte halt damals mit Maxxis schlechte Erfahrungen gemacht. Und seitdem mache ich eigentlich einen großen Bogen um Maxxis. Ja, aber eigentlich waren es nicht schlecht. Und deswegen ist das Rad eigentlich auf 29 Zoll konfiguriert, fahre aber 27,5. Und geht gut. Geht gut. Hier sieht man auch schön schöne Verschleißspuren. Ja, hat so ein bisschen was erlebt, aber die Videos, die kommen ja noch. Hier einmal die Schraube auf. Jetzt am besten hier die Schraube fallen lassen, verlieren. Und da unten nochmal eine bisschen lösen. Dann kann man die ganze, ja, ein bisschen mehr lösen. Dann kann man das Ganze nach oben weg. Und da seht ihr auch schon, da ist jetzt der Dämpfer drin. Und auch die ganzen Kabel. Das sind gut isoliert, da der Ventilanschluss und das Ganze lockbar auf zu, schön am Lenker. Sack kann man hier ablesen, das ist auch etwas dreckig, das extra eine Sack anzeigen, da ist es nicht verkehrt, wenn man zu zweit ist. Wenn man dann drauf geht, geht er halt vor, und da sieht man dann, bei wie viel Prozent Sack man ist. Lässt sich somit auch recht gut einstellen. Ja. Somit braucht man eigentlich nur für den Service ausbauen. Einmal eingestellt, so wie ich es ja generell mache. Ich fahre ja nicht groß Bikepark, muss nicht dauernd ständig irgendwie mein Setup verändern. Und einmal einstellen, das, dann passt es.
eine Schlagschutzfolie fürs Carbon. klingt ziemlich nach Plastik. Joghurtbecher. Das Einzige, was ich noch sagen kann, was ich verändert habe, ist hier oben die Headcap, damit ich mein GPS aufsetzen kann. Ja. Ansonsten bin ich soweit voll und ganz zufrieden mit dem Bock. Mit der Bude, mit der Kiste, mit dem Karren, mit dem Bomber, mit dem was auch immer. Stück Plastik. Das Agotagen, dann kommt er an die Brust und dann fahren wir runter. Ich bin auf dem Stück schon noch ganz schön schwitzen gekommen mit dem Raufschieben, dran vorbeifahren, Kamera umsetzen, draufschieben, dran vorbeifahren. Boah. Gehabt. Du jetzt rechts und dann die nächsten links. So, dann sollte hier irgendwo ein Flowy Trail kommen. Oh, ist es der hier? Ach so, das war der schon hier. Okay. Also der Forschweg ist auch schon ein Teil des Trails. Okay. Links oder rechts? Rechts rum. Genommen. Hopp. Ui, hängt der schief. Entschuldigung, dürfen wir ganz kurz stören? Rechts, links, links, rechts. Ah, geradeaus komme ich an der Krupsburg raus. Okay, dann geradeaus. Thank you.
Hier auf der Bucht war ich auch noch nie. Buchtschenke. Ja, mal gucken, was das Wasser gibt und was das Wasser kostet. Könnte man sich eigentlich auch mal ansteuern. Wanderziele. Aha. Das ist also die Kropsburg. Okay, jetzt war ich auch mal hier.